Bisag Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top Pot. Heute gibt es ein Wellness-Fitness-Cordon Bleu. Was da genau drin ist und wie er das paniert, das erzählt mein Gast gerade noch. Vinothek Grand Reserva aus Winterthur hat uns dazu einen wunderbaren italienischen Rotwein aus der Lombardei dazu empfohlen. Und der schöne Cordon Bleu hat meinen heutigen Gast mitgebracht. Und zwar ist das der Stefan Lehmann. Er ist Gastgeber, Geschäftsführer, Kochchef und was ich noch alles war, vom Restaurant Rebe in Efterbach. Herzlich willkommen, Stefan. Grüß dich, Urs. Danke vielmals, dass du mich wieder mal eingeladen hast. Ja. Bin immer sehr gerne bei euch. Ist immer cool. Neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neues Glück. Nein. Schön, dass du da bist. Ja. Du erzählst während der Mache, was du genau drin tust, hä? Genau, also zuerst einmal Januar, Februar hat man ja immer ein bisschen abnehmen. Das ist dort, wo die Fitnesszentren auch boomen. Darum haben wir gedacht, wir machen auch ein bisschen Fitness, Wellness, Cordon Bleu. Ja. Ich habe dir hier ein Bullenbrüschli mitgebracht. Hm? Schweizer natürlich. Ja. Das tun wir speziell in das Papier, damit es nicht klebt. Jawohl, ja. Also das Bullenbrüschli tut man hier rein, dann ausklopfen. Oder das kann man auch vom Metzger machen lassen, natürlich. Und dann ist es so schön dünn. Ja, dann kann man es belegen. Dann habe ich hier Eier, oder? Mhm. Ein bisschen Protein, ist klar. Jawohl. Trockenfleisch. Spinat. Und Philadelphia. Kann man natürlich auch Hüttenkäse nehmen oder Frischkäse. Frischkäse, ja. Mhm. Das ist cool, aber schon mega dünn. He? Aber ich denke auch viele Privatpersonen haben heutzutage auch so einen Klopfer. Ja. Einfach wegen den Nachbarn muss man natürlich aufpassen, ist klar. Ja, aber musst du ja nicht am Morgen um 6 oder am Abend um 11 klopfen. Aber los, jetzt machen wir es. Schon fein. Jetzt machen wir es doch so. Ich mache eins und dann kannst du es mir nachmachen. Ah, okay. Ja, leider kein Händchen, Stefan. Das besorgen wir doch. Nein, ich tue es hier Spinat. Der ist blanchiert. Dann das Trockenfleisch. Also da kann man auch einen Speck nehmen oder einen Rohschinken, einen schönen, einen Parma. Ja, Parma, Bündner bitte. He? Bündner. Bündner, Rohschinken. Nein, ich finde Parma ist auch gut. Also, das ist ja. Maschbröckli, ist auch cool. Gell? Sehr gut, du hast Geschmack. Ja. Und dann gekochte Eier, also nicht ruhig drüber. Ja. Jetzt könntest du mir ein bisschen vom Philadelphia, da stehst du wieder nur rum. Ja, ich weiß schon. Das ist mein Job. Furchtbar. Geht drauf. Auf die Eier? Ja. Aber eben, das ist. Man sieht eigentlich schon, du hast jetzt ein Eiweiß drin, du hast also ein Protein, oder? Die Überlegung ist alles gemacht wegen dem Fitness. Genau. Nicht, ja. Und dann siehst du jetzt auch gerade mit dem Papier, kann man gut. Super Idee. Und jetzt auch die sagen, ja, da hat es ein Loch und so. Das decken wir jetzt wieder mit dem Schinken, sieht man gut da. Da haben wir gar, da läuft nachher nichts aus. Ja. Das gibt es ab und zu, dass man einfach das ein bisschen auseinanderzieht. Ja. Dann kannst du es würzen, Salz und Pfeffer. Ja. Du musst es nicht wieder verpfeffern, wie das letzte Mal, bitte. Aber eben, weißt du, es hat schon kein. Kein Grün drin oder kein Emmental, sondern eben der Frischkäse, oder? Ja. Ist der Käse, oder? Aber eben, du bist schon. Ich glaube, ich dürfte so langsam ein bisschen der Cordon Bleu-König von Winterthur umgeben. Baron. Oh. So lange machst du schon Cordon Bleu. Du hast schon im April Jubiläum, 20 Jahre. 20 Jahre eben, ja. Wir haben auch schon eine Aktion für dort geplant. Erzähl. Nein, ich soll es sagen. Ja, sicher. Ja? Aber du sagst es niemandem. Nein. Wirklich nicht. Sicher. Ein 20 Franken Cordon Bleu. Sicher. Also verordnen wir für 20 Franken, wenn wir 20 Jahre alt werden. Boah, das ist schon nichts, oder? Aber eine gute Idee, oder? Ja, die Idee. Du hast immer gute Idee. Lass jetzt, George, normal. Also normal, man tut es ein Weissmehl, Eier und ein Paniermehl. Wir haben aber jetzt Soja-Crunches genommen. Ein bisschen auch wieder angepasst auf Fitness, Wellness. Mhm. Und
Aber eben, du machst ja noch, eben, ich weiss, du bist ja sehr, sehr innovativ. Du hast so viele Ideen. Auch deine Frau ist natürlich da dabei, oder? Auch viele Ideen und sehr innovativ. Also ich habe die Idee, ich muss es umsetzen. Vermutlich, nein. Aber du hast jetzt auch noch da dein nächstes Projekt, oder? Bademantel, oder? Richtig, ja. Also wenn du bei uns mit dem Bademantel kommst du essen, kommst du 10 Franken günstiger. Das Gordon Bleu über. Ja. Eben, jetzt habe ich da, zuerst das Mehl, Eier und jetzt Soja Crunches gut andrücken. Ja. Du kannst mir sonst dann ein bisschen Öl in die Pfanne tun. Jawohl. Passt doch. Gerne, ja. Wir nehmen jetzt Erdnussöl, man kann aber auch ein bisschen mehr. Ist gut, danke dir. Ich bin eben nicht vom Fach, darum ja. Frage ich immer. Das weiss ich, ja. Darum stellst du ja mich immer, oder? Nicht? Natürlich. Aber eben, die Soja, crispy und so, kriegt man die über in ein Spezialgeschäft oder gibt es die heutzutage auch so im Grosshandel? Also in diesen Fitnessgeschäften, wo Supplements und so verkauft. Ja. Ja, super, hä? Hey, genial, aber das ist so eine coole Idee. Hast du mir jetzt noch irgendeinen Wein? Ja, ich komme. Okay. Ich meinte, ich müsste da zuschauen. Nein, ist ganz, ganz kurz über den Wein. Italienischer Rotwein. Aus coole Etikette auch. Ja, aus der Lombardei. Die Etikette ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde es auch cool, weil ich fahre auch so ein Auto hier, oder? Mille Uno Gardarosso heisst der, oder? Und der Produzent, das ist der Bratello, beschreibt den Wein, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, das Feeling von dem Wein ist wie Autofahren mit einem Cinquecento mit offenem Dach. Okay. Italien, schön warm, gute Musik. Das ist ungefähr das, was ich zu dem Wein sagen kann. Speziell an dem Wein ist, er hat Rebo drin, eine Rebo-Traubensorte. Habe ich noch nie gehört? Kann ich nicht. Das ist... die wird auch zusammengesetzt. Das ist eine Kreuzung, die Rebo-Traube ist eine Kreuzung. Und hat drinnen noch Corvina und Merlot. Also ist eine Assemblage. Mille Uno. Zum Wohl. Gute Fahrt, gell? Du, jetzt sagen wir gute Fahrt, oder? Ja. Mm. Sehr gut, ja. Schön Abgang, gell? Merkst du. Bleibt etwas im Mund, he? Ein bisschen bärig. Toller Wein, kann ich sehr empfehlen. Und auch zu einem brotenden Fleisch. Er ist nicht so schwer. Ja. Gell? Geht tipptopp zu Bulli. Mhm. Wow. Wollt ihr mich hier konzentrieren? Man muss einfach mit Soja Crispy ein bisschen vorsichtig sein, wegen nicht so hohen Temperaturen. Es mag nicht so viel vertragen wie beim Paniermehl. Und heute gibt es natürlich im Fitness einen Salat dazu und nicht eine Stärkebilder, ja, aber genau. Wir wollen ja fit bleiben. Aber du hast ja noch etwas anderes dabei, erzähl mal. Ja. Machst du das noch? Jetzt eins nach dem anderen. Ah, okay. Jetzt... Wir haben ja nicht 3 Stunden Zeit, oder? Wir sind ja nicht bei Thomas Gottschalk. Nein, ich mache nachher noch ein Neftenbacher Sabayon. Und mehr sage ich jetzt noch nicht. Ja, okay. Du kannst mir sonst mal das Brett zum Anrichten. Ist halt auch etwas Spezielles, oder? Also ist wirklich wunderschön, auch deine Deko-Sachen, immer etwas Neues. Dann kannst du mir da ein bisschen Dressing drüber tun, über den Salat. Siehst du jetzt, wie wunderbar die, ja. Die Farbe hast du da. Dann könntest du mir vielleicht noch ein Gräbpapier bringen, wenn du so nett wärst. Ja. Natürlich zum Abtropfen. Ein bisschen abtropfen, ja. Mega krass, he? Wow. Sehr knusprig, ja. Ja. So servierst du das auch bei dir, ja. 1:1, ja. He? Dann können wir noch eine Zitrone, ein bisschen Deko. Ja, das ist immer noch gut. Ich habe das auch noch gerne. So ein Lötchen dazu und so ein bisschen. Dann wären wir da schon fertig. Hey, cool, hä?
sieht mega Hammer aus. Eben, das ist natürlich schon Fitness. Und auch wenn man es jetzt halt ein bisschen abtrechnen, oder? Natürlich das Fett. Ist auch nicht viel Fett dabei, oder? Jetzt kannst du mir die trennen. Ja. Aber die Schale, eine Schale brauche ich noch. Eine Schalenhälfte brauche ich noch. Ich zeige mal, wie man das ganz einfach abmessen kann. Ja, das, wenn du so machst, wenn ich auch gelernt habe, darf das Eigelb gleich rein tun. Das Eigelb, jawohl. Das Eigelb, Schorsch. Ja. Wir haben das nämlich auch in der Lehre so gemacht. Geht abmessen mit dem... Mit der Schale. Genau. Beide? Gerne, beide eigentlich. Kannst du mir sonst eine Schale geben, dann mache ich dann weiter. Also Sabia ist... Schade, ist das ein bisschen aus der Vergessenheit geraten, aber Sabia ist... Viele haben einfach auch Angst davor, um es machen, wegen dem Grünen, oder, aber es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Nein, es ist also... Ich finde, das ist ein Bombendiss. Ich finde jetzt auch für die Zuschauer daheim, man kann ganz einfach, muss nicht auf die Waage tun, nichts. Ja, also erzähl, was du machst. Zweimal Zucker abmessen. Ist das jetzt ein Rezept für zwei Personen? Genau. Okay. Zweimal Weisswein. Jawohl. Dann haben wir natürlich einen Neftenbacher Weisswein. Ja. Von Sachser. Und dann habe ich einen Divin mitgebracht, auch von der Familie Sachser. Das ist eigentlich ein Grappa, aber man darf ihn natürlich nicht so benennen in der Schweiz. Ja. Also halt Artikel wegen. Grappa dürfen wir ja nur im Tessin und in Italien. Ja. Weißt du, wann ich wieso? Und hier. Nehmen wir einen davon. Nein, zwei hast du gesagt. Probierst du nachher? Du hast vor allem zwei. Anderhalb. Ah, okay. Und dann können wir hier eigentlich schon aufs Wasser ein bisschen mischen. Hm? Jetzt ist einfach der heikle Punkt. Genau. Noch zum Zuschauer daheim erklären: Eigelb, Zucker. Ein bisschen Weisswein und von dem Grappa. Genau. Oder von dem, wie hast du gesagt? Divin. Und jetzt sollen wir hier natürlich zurückgehen. Das sollte ja nicht kochen, oder? Genau. Soll ich zurückgehen? Gerne. Und du kannst mir schnell in dieser Zeit das Glas abfüllen, das wir parat gemacht haben. Hast du auch noch gelernt, das Achte schlagen? Yeah. Ein Achte schlagen, hast du das auch gelernt? Ja, wie? Ich nehme an, das tust du da rein, oder? Genau. Muss ich schöne Kügel, aber das ist ja gar nicht mal notwendig, oder? Du siehst ja nachher gar nicht, ja. Dann darf ich da ein bisschen heißes Wasser nehmen. Genau, man sieht es ja gar nicht. Oder? Soll ich schon noch warten? Kannst du machen. Da ist man natürlich auch frei, da kannst du ein anderes Glas nehmen, ein Stracciatella oder... Ist das gut, oder noch mehr? Ist gut. Gut. Ja, gern viel. Geht's mit dem Oberarm? Das kann dir helfen? Nein, alles gut. Alles. Schön, hast du noch mehr Oberarm gehabt? jetzt haben wir da schön... Zeig mal die Zuschauerinnen. Soll ich noch... Lernen wir das gerade rein. Mega schumig. Und das gibt es auch bei dir oder gibt es das jetzt nur heute? Nein, das haben wir auch bei uns auf der Dessertkarte. Ja. Ja, und das musst du alle Minuten anrichten. Also kannst du nicht vormachen, oder? Wenn man vormachen kann, vielleicht Portionen abfüllen schon. Weißt du, so ein paar Anmachungsschälen, oder? Dass du dann kannst nicht und drrrr, oder? Hey. Dann kann man das entweder so geschlossen servieren, oder? Ich finde das cool. Ja, dann bleibt es auch schön warm, oder? Wenn wir es auch vorstellen? Gerne. Ja. Du bist ein grösser. Aber, Stefan, hast du noch ein bisschen? Hast du noch nicht weggerührt? Kommen Sie. Und ich mit doppelt Grappa, also mit Divin, oder? Probier. Boah, ist das gut, fein. Oder? Nein, nicht gut. Mega. Ich muss halt den Löffel wechseln. Da wird es halb süchtig. Du, wer fährt uns heim? Kamera heute. Hey, riesen Kompliment. Danke vielmals. Nochmal Kompliment, Bademantel. Also, machst du ein Foto, wenn ich komme? Auf jeden Fall. Ich bin mir grad Nein. Danke vielmals, Stefan, dass du wieder mal bei mir in der Sendung bist. Danke, dass du auch kochst und den Mut hast, um zu gehen.
Ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Kindern, natürlich auch deinen Mitarbeitern alles Gute. Bleib gesund. He? Danke vielmals. Weiterhin gute Geschäfte. Ja, und Ihnen daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Vergnügen beim Nachzubereiten von dem wunderschönen Cordon Bleu, wenn Sie keine Lust haben zum Panieren. Sie wissen jetzt, wo das geht. Reben Neftenbach. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.